Plattform ist in erster Linie dafür da, um Forschende aus der biodynamischen Land- und Lebensmittelwirtschaft weltweit zusammenzubringen. Das heißt, dass wir uns überhaupt kennenlernen, wissen, was das für Menschen sind, die da auch noch forschen und woran sie forschen und an welchen Institutionen sie vielleicht auch sind, um damit im Endeffekt zu erreichen, dass wir eben zum einen mehr voneinander wissen, aber das bedeutet dann natürlich auch, dass wir gemeinsam Projekte planen können, gemeinsam Themen diskutieren können und damit insgesamt einfach mehr erreichen können, als wenn jeder an seinem ihren Platz vor sich hin forscht. Na, ich würde sagen, die biodynamische Forschung ist ja zum einen insgesamt doch eine relativ kleine Disziplin, oder es ist ja nicht nur eine Disziplin, es ist ja multidisziplinär. Aber insgesamt sind es gar nicht so viele, die aber an ganz verschiedenen Orten in der Welt sitzen und die machen alle tolle Arbeit. Und dann sind da vielleicht auch noch Leute, die sich noch gar nicht so direkt mit Biodynamik beschäftigt haben, aber dafür offen sind im wissenschaftlichen Bereich. Und diese Leute zusammenzubringen, das ist etwas, was bisher eben noch nicht passiert und wo diese Plattform eine Möglichkeit sein kann. Well, this platform, this initiative is very important because, first of all, we are putting together this whole group of researchers and specialists that the biodynamic movement have. And in this sense, we are putting this initiative, which is to do research, high quality research into natural and social sciences. And this is the very first step of a much bigger and broader project. So that's how this platform will help us to connect and to know what we are doing. It will help me to know what my colleagues are doing and what maybe are the possibilities of collaboration and further projects to be developed. So it will be an entry point for us to connect and talk and develop new scientific ideas and of course impact the world with the biodynamic farming method. Dass wir in Verbindung bleiben, wenn wir miteinander arbeiten, wenn wir uns miteinander uns helfen, gibt es so viele Bereiche, wo wir Hilfe brauchen. Und dann gibt es eine bessere Zukunft. Also wir können dann zeigen, was das bedeutet, eine lebendige Wissenschaft zu machen. Dass wenn wir in einem, egal was in einem System arbeiten, ich meine mit Tieren oder Pflanzen oder auch wie im See, egal in welchem Bereich wir sind, das ist sehr vielfältig. Und dann brauchen wir unterschiedliche Bereiche. Und wenn viele Experten dazukommen und uns helfen, da können wir dann besser die Informationen bringen und alle zeigen, weltweit zeigen, dass das Bio die dynamische Landwirtschaft die Lösung ist, um unsere Welt zu retten. Und das wäre eine bessere Zukunft für die neue Generation natürlich.